Das Fahrzeug hier, das habe ich direkt mal taxiert, so auf 60, 70.000 Euro. Nein, 39.900 Euro mit Ausbau. Ja, und die Version, die hier jetzt steht, die hat noch ein paar Extras drin, die kostet 47. Aber ihr sagt, man kriegt das hin in Schreinerqualität, made in Germany für 39.900. Und du bist der Michi? Genau, Michael. Michael, sorry, Michi habe ich dich genannt, aber du bist Schreinermeister, du hast ja auch die Fahne geschrieben, günstige Reisemobile zu machen, die eine echt gute Qualität haben. Damit die Jungs sich nicht in die Haare kriegen, gibt es nämlich noch eine Frau, deren Vornamen wir nie erfahren werden, ja, die nämlich ganz viel Design hier mit einfließen lässt und so weiter. Ihr habt eine professionelle Designagentur beauftragt, um das Fahrzeug ein bisschen aufzuwerten und das ist euch auch gelungen, muss ich sagen. Es sieht toll aus. Ja, ist die Firma Astronaut. Astronaut. Astronaut, ja. Aus? Hier aus der Umgebung, Gerolzhofen. So, wir sind in der Nähe von Würzburg, muss man sagen. Genau. Das liegt in Unterfranken. Und das Design ist wirklich toll. Ich glaube, das ist so wichtig. Wenn er jetzt nur weiß wäre, das wäre gar nicht schön, oder? Der sieht weiß ganz langweilig aus. Das sieht eher aus wie so ein, weiß nicht, so ein einfacher Transporter, völlig ohne auffallendes Element. So, wenn jetzt jemand haben möchte, er will so ganz, ganz stealth unterwegs sein, ohne dass es einer erkennt, kann man sogar das Fenster weglassen. Man könnte dort, was weiß ich, Müllabfuhr Klaus draufschreiben. Auf jeden Fall. Ja, sieht man auch oft solche Fahrzeuge als normale Firmenfahrzeuge. Ja, das Besondere ist jetzt mal, ich zeig mal was, mach mal bitte auf, denn ihr habt euch für eine Variante entschlossen, die so gut ist, die ganz viele wollen, weil wenn man nämlich Stealth unterwegs ist, das Auto ist unter 2 Meter Höhe, es hat eine Länge von unter 5 Meter, stimmt das? Ja, ich Um glaube. die 5 Meter, ja. Um die 5 Meter Länge. Und es hat eine Ladebord-Trennwand. Das heißt, du kommst erstmal gar nicht darauf, wenn einer reinguckt, dass das ein Camper ist, oder? Genau. Also die Idee war vor allem, das gerade auch für Leute zu nutzen, die das Fahrzeug noch zusätzlich vielleicht für Transporte benutzen. Und deshalb haben wir die Trennwand extra noch drin gelassen. Das Fahrzeug gibt es aber auch in anderen Konfigurationen, auch ohne Trennwand. So, der hat schon Klimaanlage drin, voraus. Ja. Klimaanlage, er hat ein Lederlenkrad mit drin. Er ist sehr leise, muss man auch sagen. Also wirklich ein ganz tolles Auto. Ihr seid ganz begeistert, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Heißt auch 3.0, weil er eben drei verschiedene Anwendungen, auf die wir abzielen. Reisemobil als Transporter oder eben auch als Daily User. So ist es gedacht. Also man kann die Möbel, die wir auch gleich sehen werden, kann man komplett ausbauen, die Module. Schnell. Ja, und unter 10 Minuten. Ihr habt euch einiges überlegt. Das Fahrzeug hat kein Aufstelldach. Das war bei euch ganz wichtig, weil ihr sagt, kann man zwar reinmachen, aber das richtig Geniale ist, wenn man es nicht sieht. Also das ist wirklich so, oder? Ja, also das Aufstelldach wäre natürlich nachrüstbar, aber wir wollten versuchen, dass wir vom Preis her noch einigermaßen in Regionen kommen, die vernünftig und gut sind. Und deshalb erstmal ohne Aufstelldach, aber kann man natürlich immer noch tun, ja, definitiv. Muss auch blöd fragen, das Fahrzeug ist neu, wenn es kommt, oder? Auf Oder jeden Fall. ist es schon Auf 5 Jahre jeden alt, Fall. Nee, abgerockt? das Fahrzeug ist neu. Ja. Neu. Man muss allerdings auch sagen, wir haben hier im Endeffekt ein Ausbaukonzept. Es gibt es als Neufahrzeug, aber wir können auch rein den Ausbau verkaufen in entsprechende Fahrzeuge. Ab 2014 wurde der gebaut und hat da im Endeffekt die Plattform. Also wenn jemand irgendwo noch einen alten rumstehen hat, dann Genau, so ein geht das. Nissan, Opel, also entsprechende Modelle müssen dann eben auch passen und dafür passt auch der Ausbau. Name Opel, wie ist der? Momo? Vivaro. Vivaro war Ja, es. und für Fiat Talento müsste es sein, Renault Trafic. So, und die sind baugleich. Das ist so wie Fiat Ducato, Boxer und Gleiche Plattform, super. genau. So, ihr seid alle unterschiedlich groß, so ein bisschen wie die Orgelpfeifen. Ich zeig's mal gerade. Ja. Du bist jetzt ziemlich groß, oder? Ja, ich bin 1,88. 1,88, du? 1,85. Du? 1,75. Oh. Ihr dürft mal alle reingehen, bitte. Jetzt bin ich mal gespannt, denn das Besondere ist, dass das Bett, und das lieben die meisten, ihr habt alle drei Platz. Du hast ein bisschen eng, muss ich sagen, Ja, aber du ich bist muss ja ein auch bisschen nach zurück. 1,88 bist du auch, aber die beiden anderen Fraktionen, ihr sitzt jetzt ganz gerade, das geht, oder? Super. Also Super. wir haben am Anfang auch unsere Tests gemacht zum Sitzen, wie hoch mache ich das? Und daraus resultiert so manches, auch die Höhe der Trenntoilette resultiert daraus, dass sie auch direkt unten drunter passt und wir eine angenehme Sitzhöhe haben. Der Wassertank, wo ist der? Ist der da drunter? Ja, genau. Wir haben einen Frischwasser- und Abwassertank, 10 Liter Frisch- bzw. Abwassertank. Ja. So, man könnte auch Außendusche könnte man anschließen. Ja, ist hier vorgesehen. Im anderen Fahrzeug sehen wir das auch. Da ist hier an der Seite ein Anschluss dazu. So, das Ganze hat eine Dämmung schon drin.
Ja, genau. Also wir verwenden hier Schafwolle komplett im kompletten Fahrzeug als Dämmmaterial. Wir haben hier eine Platte unten drunter, die gelocht ist, und die Schafwolle kommt dann eben als Dämmmaterial davor. Und dann kommt die, wird die Wand quasi draufgeschoben. Das ist so die Idee. Ihr habt jetzt kein Gewichtsproblem, so riesengroß. Nee, hier können wir sogar noch, Multiplex, so wie es jetzt gerade ist, 800 Kilo noch zuladen. 600 Kilo? Ja, genau. So, das werden wir gleich mal sehen. Der Boden, der kommt so? Nee. Nee, den Boden, den bereiten wir so vor. Da unten drunter ist eine Korkplatte, um auch möglichst nachhaltig zu sein, also auch mit ordentlich Dicke, wie man hier sieht. Also das ist ein ordentlicher Aufbau. Das ist der also Fußwarm? Fußfarben? Nee, Fußwarm ist er. Fußwarm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es ist ja Leute wichtig, die so Eiszapfen, Füße und so weiter. Ihr habt eine Autotherme drin. Was hat die? 4 kW oder 6 kW? In dem Fall 2 kW. 2 kW. Ja, genau. Ich glaube, langt. Also für den kleinen Raum hier. Ich komme mal kurz auf die andere Seite. Bleib mal sitzen. Kochen wäre ein externes Kochfeld dann, oder? Ah ja, das haben wir natürlich da hinten. Kochen Sie mal hinten. Musst du doch nach hinten gehen. Komm, gehe ich doch mal nach hinten. Da sind wir. Ach so, das kannst du ausziehen. Schwerlastauszug. Genau, zum Ausziehen. Wir haben hier unseren Tisch. Genau, den gebe ich dir einfach mal. Alles multifunktional, pragmatisch. Gut, du bist ja aus Unterfranken. Dem Herrgott muss man danken. Richtig. Auch für Unterfranken. Und das ist, glaube ich, der meistverkaufteste Koch der Welt. Den habe ich sogar selber, den Brenner. Ja, das ist sehr gut möglich. Ja. Gibt es in 500? Ich habe genau den. Ich habe den Brightstar. Ja, ja. Okay. Das ist, glaube ich, irgendein Nachbau, aber die Dinger funktionieren gigantisch. Ja. So. Genau, also der Schwerlastauszug, da saß neulich auch ein Kind drauf. Ist gar kein Problem. Das ist kein Thema. Man kann hier dann noch, eben, man hat hier noch Verstaufläche. Hier auch noch an der Stelle. Man sieht hier noch Sägespäne. Also der ist gerade fertig geworden. Da fehlt sogar noch eine Lampe, habe ich gesehen, oben. Das spielt auch keine Rolle jetzt, denn das Multifunktionssystem, diesen Tisch, den mag ich so sehr, weil du hast dir viele Gedanken gemacht. Tische mit extra Bein noch, das geht gar nicht, weil wir brauchen überall Beinfreiheit. So, den kannst du auch noch verschieben, kannst du ein bisschen weiter rüber schieben. Den kann ich da rüber schieben, den kann ich da hinschieben. Und war auch noch mal gedacht, dass man eine Wendel nach außen bringt. Da müssen wir noch mal dran tüfteln. Und der wird auch so gemacht, dass der da hinten nicht mehr rauskommt. Wir haben da nämlich ein schönes System uns ausgedacht. Wir haben ja überall unsere Leisten und die Leisten sind alle gefälzt. Und in diesen Falz passt dann natürlich verschiedene Möglichkeiten. Das kriege ich an jeder Stelle da rein. Und da herüben haben wir es ja nochmal ganz schön. Das Übliche, was man da so in den Campern hat, von unten reingeschraubte Dosen. Und das kann ich jetzt da auch hier überall in jeder anderen Position auch anbringen. Ja, oder man macht einfach einen Haken hier im Endeffekt hin an der Stelle und an der anderen. Und dann hat man auch ruckzuck eine Wäscheleine, die man dann rüberspannen kann. So, oben, was habt ihr da für ein Konzept gewählt? Was für ein Holz ist das? Hier haben wir Eiche auf einer Furnierplatte, auf einer Pappelfurnierplatte. Eiche furniert das Ganze. Echte Eiche? Echte Eiche, genau. Echte deutsche Eiche. Und das Ganze ist gelocht, man sieht es da. Das Lochen benötigen wir, damit die Schafswolle unten die Feuchtigkeit wieder diffundieren kann. Du weißt, was jetzt passiert, wenn ich das Video sende. Das ist ein Kampf. Das heißt, die Fahrzeuge sind sehr beliebt. Die laufen als Transportfahrzeuge ohne Ende. Das heißt, du kriegst sie kaum kaputt. Der Preis, das kann sich fast jeder leisten. Der Ausbau ist made in Germany. Ihr baut das ja hier in Franken, das Ganze. Das ist ja nicht irgendwie, das kommt jetzt nicht aus der Türkei oder, also nichts gegen die Türkei oder so, ja. Nein, wir haben alles hier nachhaltig. Ja. Nachhaltig gebaut. So, Schafswolle habt ihr gemacht, ihr habt euch Gedanken gemacht, dass das Ganze ordentlich isoliert ist. Ihr seid mal gefahren damit? Ja, der war jetzt vor kurzem auf Korsika. Also der andere, nicht der hier, sondern der andere, der war jetzt 2 Wochen auf Korsika, ja. Cool finde ich da vorne, dass da zu ist, weil viele haben Angst, dass jemand über die Fahrertür einbricht. Dann siehst du auch nicht, du guckst da einfach nur auf ein Fahrerhaus. Du merkst nicht, dass da jemand drin schläft, oder? Ja, richtig. Also es ist auch alles von außen her abgedunkelt. Von daher sehe ich da, also nur wenn Licht herinnen ist, dann sehe ich, dass sich da Personen aufhalten. So, da kommt denn später hier noch eine Verdunklung oder wie läuft das über Magnete? Das würde dann über ein Magnet laufen, genau. Okay. Mach nochmal zu, bitte. Willst du mir den Tisch wieder geben? Willst du mir den Tisch wieder geben? Ich mag das mit den Tischen, dass man da kein Bein hat. So, was ist das hier? Das ist eine Fahrradhalterung.
Wir bekommen da zwei Fahrräder rein. Das heißt, wir machen das Vorderrad runter und stecken dann die Gabel da rein und ziehen das einfach fest. So, mach nochmal schnell alle Schränke auf, dass wir nochmal kurz reingucken. Da ist jetzt eine richtige Spüle drin. Man sieht, da ist auch eine Therme drin. Ja, genau. Da kann aber der Nick was dazu sagen. Das ist eine 3 Liter Warmwassertherme von Elgena, wenn mich nicht alles täuscht. Von wem? Von der Firma Elgena. Elgena. Ja, genau. Okay. Und in dem Fall kein Wärmetauscher mit drin, aber betreibbar auf 12 und 230 Volt. Genau, auch im Autarkbetrieb somit nutzbar, ohne Wechselrichter in dem Fall. So, du hast hier, läuft auf 12 Volt, du hast die Lithium eingebaut, oder? Genau, Fahrzeug ist eine 100 Ampere-Stunden Lithium-Ionen-Batterie mit drin. Und ja, ich würde jetzt einfach mal behaupten, das reicht für das bisschen, was hier läuft. Solar? Über eine Tasche ansteckbar, optional. Booster? Standardmäßig mit drin, 30 Ampere Booster. 30 genau. Ampere Booster, das heißt, der lädt auch ordentlich auf, wenn er fährt. Das geht fix, ja. So, Autotherm habt ihr eingebaut, auch da auf Wunsch eine die Ebersbecher oder andere Standheizung, die könnt ihr reinmachen. Das Ganze hat, ich zeig mal gerade, hier 12 Volt Anschlüsse sind da, du hast 230 Volt im Wechselrichter auf Wunsch. Wäre möglich, ja. Ist ein kleines Fahrzeug, ist für sich an sich so ausgelegt, dass es ohne 230 Volt erstmal zurechtkommt. Ne? Wir kochen mit Gas, geheizt wird mit Diesel. Warmwasser auf 12 Volt möglich autark oder halt eben im Landstrombetrieb dann auch über 230 Volt. So, und dann ist hier eine Kühlbox. Genau, das Besondere an der Kühlbox ist, dass ein passives System. Kleine Schätzung vorweg, hier sind 4 Kühlakkus drinnen und wir packen das Ganze jetzt voll mit kaltem Bier. Was schätzt du, wie lange bleibt dieses Bier konstant kalt? Konstant plus minus 1 Grad. Wenn ich es nicht dauernd auf und zu mache? Doch, wenn du es im täglichen Gebrauch hast. Du nimmst es zum Campen. Also nochmal, da sind jetzt Akkus drin. Genau, und aber kein Strom. Also wie viel Bier geht denn rein? Das ist eine 27 Liter Kühlbox. Ja, ungefähr Dosen. Ja, muss man 27 mal 2 ungefähr. Ja, also sagen wir mal, das sind 30 Dosen Bier drin. 30 Dosen Bier drin. Holst du Schuhe übers Wochenende raus. Ja, und wenn du es schon so sagst, wird es wahrscheinlich das Wochenende halten. Ja, also der Hersteller gibt an bis zu 10 Tage konstante Temperatur. Die Firma Vacutec sitzt hier in Würzburg auch. Hat die Firma Cool, ist glaube ich ein Tochterunternehmen von der Firma Vacutec, kommen ursprünglich aus dem Medikamententransport. Also Q-O-O-L. Genau, so wie es auf der Box steht. Und genau, wir schauen einfach mal nach drinnen. Man merkt auch, dass es nicht einfach nur eine Styroporbox ist, sondern dass da einfach eine gewisse... Ach so, das heißt, du kannst jetzt mit UPS oder sowas, kannst du irgendwelche Medikamente verschicken, das hält dann auch 10 Tage und da kommt das her. Das wurde auch so gemacht, ja. Das ist eigentlich die Idee, daraus ist das entstanden. Damit wurde Corona-Vakzin verschickt. Genau. Also das sind vakuumbasierte Thermoelemente drin oder Isolierelemente drin. Ich glaube, im Detail müsste man da beim Hersteller mal nachfragen, wie das aufgebaut ist. Das werden sie uns wahrscheinlich nicht verraten. Aber wir haben es getestet. Wir haben einfach ein Thermometer mit reingeschmissen. Ist das eine Flex? Flex gerade da? Eine Flex? Naja, ja, das lassen wir mal lieber bleiben. Ja. Mal genau. Aufschneiden, mal reingucken. Und ich finde auch, dass für 10 Tage konstante Temperatur um die 400 Euro eigentlich echt ein fairer Preis ist. Ne? Es verbraucht ja keinen Strom, das ist der Vorteil. Ja. Genau, du musst den Strom erstmal gar nicht mitführen. Ne? Das ist für viele auch in Sachen. Habt ihr das probiert, Anisa? Ja, haben wir probiert und wir können es absolut unterschreiben. Ich glaube, du bist Franke, du trinkst auch Bier? Gelegentlich. Du sagst immer, die konstante Temperatur, was heißt denn das? Das heißt, du lädst das Bier jetzt kühl ein, das ist ja wichtig. Genau. Vorgekühltes Kühlgut, sag ich mal. Ne? Und aus dem Praxistest raus, wie schaut es aus? Ne? Mit dem Fahrzeug in der Größe fährst du am Freitagmittag weg, packst deinen Kühlschrank in die Box rein und nutzt es übers Wochenende, ist es überhaupt kein Problem. Also wir haben die 10 Tage auch noch gar nicht probiert, aber wenn halt nach 7 Tagen die Welt immer noch in Ordnung ist, ne? Sag ich mal, am Anfang waren es irgendwie 6 Grad in der Box und danach waren es halt 7 oder 8. Also das hält es gut. Absolut praxistauglich, ja. Sehr schön. So, haben wir jetzt mal gezeigt. Genau, man kann sich auf die Box noch draufsetzen, die ist belastbar. Und Sitz. Genau. Und ja. Aus Carbon, wie ich sehe. Schaut aus wie Carbon, ne, ist aber so ein, es ist ein, die schwarze Box tatsächlich auch ein Recyclingmaterial, was wir hier von außen sehen. War uns wichtig, gibt es auch noch in Blau, das ist dann kein Recyclingmaterial. Ja. Sehr schön. So, da ist eure selbstdesignte Trenntoilette. Und das Besondere ist, die meisten Shitstorms kamen immer, so ein Auto zu zeigen, ohne Klo und ohne Dusche. Außendusche haben wir schon gesagt. Genau. Klo hat es auch. Und die Trenntoilette habt ihr komplett selber gemacht. Richtig, das ist auch wieder eigenes Design aus Reishülsenplatten. Das heißt, das 60% Reishülsenanteil. Du musst von vorne anfangen. Die anderen haben das andere Video nicht gesehen. Was ist das, Reishülsenplatten? Ja, das ist ein extrudiertes Material aus 60% Reishülsen. Das ist ein Abfallprodukt aus der Reisindustrie. Hülsen. Hülsen, genau. Ja.
Und das verarbeiten wir. Wir können das verformen. Das wird heiß verformt in bestimmten Pressen, bestimmte Temperatur und bestimmte Zeit, damit wir dann auch diese Rundungen alle hinbekommen. Toll, also optisch sieht es schon mal klasse aus. Bleibt denn auch die Beständigkeit mit Kratzer oder Striche oder so irgendwas, kommt das? Oder ist es Patina? Das ist dann Patina. Das ist auf jeden Fall Patina. Das ist wie bei jedem anderen Holzprodukt auch oder beim Holzboden. Der erste Kratzer, der tut mal weh. Der zweite, das ist dann Patina. Ist dann gebrauchsgegangen. Das kann ich auch mit rausnehmen. Könnte ich zum Beispiel auch benutzen im Wochenendhaus. Kann ich zu Hause im ersten Stock benutzen, überall? Das kann ich überall benutzen, wo ich keine Toilette habe. So, zeig mal, wie geht das? Also ich kann das da hier öffnen, ganz normal. Hier können wir das auch haben. Soft Close, genau. Ja. Wir kommen ja aus einer Schreinerei, also aus dem Innenausbau und haben hier auch die Sachen verwendet, die wir im alltäglichen Gebrauch nutzen. Wir haben dann hier unsere Klobrille. Das ist dann der handelsübliche weiße Klodeckel, den man so hat, den brauchen wir nicht. Dann haben wir unsere Klobrille, die wir da runternehmen, damit das alles hygienisch ist. Magnet oder was? Genau, das wird mit Magneten da fixiert, das findet immer seinen Weg. So dass es auch da drauf ist. Und dann habe ich unten meine Trennbox, das heißt dieses Separé, einmal vorne flüssig, hinten fest. Und das geht auch bei Frauen? Das geht auch bei Frauen, genau. Die zielen da genauso. Und auch da hält unser Magnet. Das habt ihr schon probiert. Überall ordentliche Beschläge drauf? Genau, richtig. Das kommt alles aus dem Innenausbau. Also ist was Anständiges, nicht aus dem Wohnmobilbereich. Das ist mir ganz wichtig, weil alles, was vom Wohnmobil kommt, taucht nicht lange. Na, du bist auch Partner von Frank Dingsbums. Wie heißt das? Frank Kahner. Frank Kahner, ja, aber Beschläge nehmen wir da jetzt nicht. Wir nehmen die hochwertigen Sachen. Alles, was technische Teile. Das heißt, du willst das Ding in 10 Jahren auch noch benutzen? Genau, das möchte ich. Und wenn nicht mehr, dann können wir es recyceln. Das heißt, es läuft wieder in den Kreislauf zurück, wird geschreddert und kann dann wieder verwendet werden. Okay, also ich verstehe schon. So, jetzt mache ich da, ich sag mal, vorne Pipi ist klar. Genau. Ich brauche jetzt nichts zum Spülen. Essigwasser ein bisschen vorne rein zu rein? Nur zum Spülen, zum Reinigen nehme ich dann Essigwasser. So, aus. Da riecht nichts? Dann durch das ziemlich geruchslos bilden. Das Ganze. Und obendrauf kommt Streu, Katzenstreu? Da kommt Streu, Katzenstreu, Muscandostreu. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, die man handelsüblich bekommt. Genau. Und ich habe natürlich hier meinen Beutel. Der hier ist etwas zu klein geraten. Also ich rate immer dazu, einen etwas größeren zu nehmen. Dann kann ich auch mal, was ja viele nicht unbedingt wollen, das ganze Geschäft anzuschauen. Also lange ich mit einer Hand rein und mache das Ganze zu und ziehe das raus und werfe es weg. Hier haben wir 7 bis 8 Sitzungen oder sogar auch 10 und kann es dann ganz normal entsorgen über den Hausmüll. Hausmüll, gut. Ja. Und das Flüssige wird dann ganz normal über die Toilette entsorgt. Ich brauche also keine Chemietoilette und muss auch nicht irgendwo in der Chemiestation das Ganze entsorgen. Bitte nicht in gelben Sack schmeißen, weil die Leute, die das sortieren, haben dann ihren Spaß. Richtig, deswegen. Ist kompostierbar eigentlich, oder? Mit dem Zeug? Nein, das sollte man nicht machen. Warum? Also, weil Kompost wird ja auch wieder für was anderes verwendet. Für Kompost wird er ja auch wieder als Dünger verwendet und man möchte ja dieses Eigenmaterial auch nicht wieder in seinen Pflanzen haben. Ja, aber ich habe mal gesehen, so Bauern, die machen ja auch so Gülle und so. Das machen die ja. Aber wir wollen das jetzt nicht. Unterfranken nicht. Nein, Unterfranken nicht. Sehr schön. So, ich guck mal gerade. Dann, ja, vielen Dank. Trenntoilette. Einzelnen Preis von der? Geht los bei um die 900 Euro. Genau, ist auch wieder hier hergestellt. In Unterfranken, wie du so schön sagst. Das war schön, muss ich sagen. Optisch ein Hingucker. Genau. Also ist auch nicht aus Plastik. Ja, absolut hygienisch, die ganze Geschichte, um es vielleicht nochmal hervorzuheben. Das heißt, ich mache alles raus, kann es komplett auswischen. Und mit dem Soft Close, das kann man und schon mal gerne angucken. Auch, ne? Ja, und es hat auch eine tolle Anwendung, ist auch ein Stuhl. Im Zweifelsfall auch das, ja. Gibt es aber auch größer. Also so ist es ja gebaut, dass es genau da drunter passt. Wir können es aber natürlich auch größer bauen. Wir hatten auch neulich eine Seitliche, die haben wir in den Summit-Pössl eingebaut. Das heißt also in einem Pössl mit Schwenkbad haben wir die entwickelt dafür, dass die genau da reinpasst. Passgenau, ein Seitensitzer, sage ich dazu. Und ja, den kann man sich bei uns auch auf der Webseite bestellen. Also ich kriege das Auto, ja jetzt nicht mit den ganzen Extras hier drin, aber der Grundausbau, der ist ja mit drin. Das Auto hier, 46,9, da ist das Klo dabei? Richtig, da ist das Klo dabei. Das Klo dabei, die Batterie dabei, da ist alles das, was Sie hier sehen. Richtig, alles komplett in einem. Okay.
Und wenn ich die ganzen Sachen nicht haben will, Gadgets und so weiter, kriege ich also hier das an der Seite, würde ich dann schon bekommen. Den Tisch würde ich dann bekommen. Genau, ja. Aber die ganze Technik bekommen wir nicht und die Toilette bekommen wir nicht dazu. Und dann liege ich mir knapp unter 40. Ich nehme auch, der Motor hier ist schon der etwas größere dann. Haben wir jetzt mit 150 PS den größeren Motor drin. Der macht doch mehr Spaß. Ne? Der macht richtig Spaß, genau. Der zieht auch richtig durch. Richtig ist, der hat schon 2 Liter, ist ein Diesel mit drin, Turbodiesel. Klar, Turbodiesel. So, dann schiebt man drunter. So, ich bin müde. Michael. Ja. Bin müde, geh zur Ruhe. Genau. Warte, ich komme mal auf die andere Seite. Dass wir das mal sehen. Bin jetzt in Würzburg in der Innenstadt. War dann im guten Restaurant. Welchem war ich? Puh. Im Backöfele. Backöfele von mir aus, ja. So, im Backöfele. Und dann will ich mich hinlegen mit meiner Frau. Phänomenal. Ist interessant, das passt ja genau. So schaut's aus. Und ihr habt einen Lattenrost. Ich glaube, das macht also, ist ganz wichtig, glaube ich, für den Schlafkomfort. Also schläft sich sehr gut da drauf, ja. Weil es gibt viele, die sind zu dünn, da schläfst du einfach schlecht drauf. Ja, ihr habt schon drauf geschlafen, wie schläft man? Wir haben da schon Probeliegen gemacht und das Fahrzeug war ja 14 Tage schon auf Korsika unterwegs und die waren hellauf begeistert. Die waren auch begeistert von der Dämmung. Also alle anderen haben im Auto geschwitzt und bei denen war das sehr angenehm. Also ich hätte jetzt direkt mal gesagt, das Auto kostet mindestens 10.000 Euro mehr. Ihr habt ihn ganz bewusst, das Basisfahrzeug ist auch relativ günstig, muss man sagen. Das kann man sich leisten und ihr bietet an, man kann mit einem Fahrzeug kommen, der leer ist. Den gibt es ja noch länger. Was könnte man machen, wenn er ein bisschen länger wäre? Wenn er länger ist, dann verlängern wir einfach unsere Decke, unsere Seitenwände. Der Küchenbereich wird möglicherweise auch was länger, also alles etwas länger gezogen. Das Bett würde genauso in der Größe auch wieder so passen. Man hat dann nach vorne hin etwas mehr Stauraum. So. Du hast gesagt, das Möbel kann man leicht rausnehmen. Wenn mir nur mal beschreibst, wie es festgemacht ist, mit Knebelschrauben, oder? Nein, es ist mit 4 Schrauben fest. Da oben sehen wir da sogar eine. Genau. So, das ist eine von denen. Ach so, die hängen an den Originalpunkten, oder? Nee, ja, wir haben da einfach so Rambamuffen, nennt man die, glaube ich. Genau. Ich kenne jetzt den Fachbegriff nicht, bin kein Schreiner. Aber es sind im Endeffekt dann 4 oder in dem Fall sogar nur 3 M8er-Schrauben. Die mache ich mit einem ganz normalen, mit einer Ratscha, dann mit dem Imbusschlüssel los. Und wir haben den Test gemacht, auch mit jemandem, der nicht handwerklich affin ist. Und der hat weniger als 10 Minuten gebraucht, um die Möbel komplett herauszunehmen. Und das Gleiche gilt fürs Bett. Also beides zusammen in unter 10 Minuten. Genau. Unter 10 Minuten, so. Ja. Wir haben schon, wie im Supermarkt, haben wir alles schon vorbereitet, ja, und haben mal ein sinnvolles Setup mal gewählt. Genau, wenn nämlich, man jetzt mal übers Wochenende wegfahren möchte, das Motorrad mitnehmen will, bis zu einer gewissen Größe, dann ist es auch so gedacht, dass man das tun kann. Also man muss es jetzt gar nicht ausbauen? Nee, muss er jetzt nicht unbedingt ausbauen. Also Fahrradhalter müssen natürlich raus, sieht man auch hier. Wir haben hier die Abdeckungen drüber, nicht so wie drüben, dass die Fahrradhalter drin sind. Einfach geschraubt sind die, oder? Genau, richtig. Und dann kommt da noch eine Abdeckung drüber, also so wie jetzt hier auch. Und dann kommt auch das Motorrad rein bis zu einer gewissen Größe. Eine Harley bis 300 Kilo geht nicht. Ich habe jetzt ein Elektromotorrad, muss ich sagen, das stinkt dann nicht so. Hier hast du ja immer noch ein bisschen Öl mit dabei, aber der Besitzer, der sowas fährt, will ja sowas haben mit Öl und so. Ne? Eine Ducati muss stinken, ja. Ducati muss stinken, aber Elektromobilität, ihr habt es gesehen bei mir hinten drin, da gehen auch sehr leichte andere Crossmaschinen, die und so weiter drin ist, wäre schon fast zu überlegen. Das ist aber, das wird oft gefragt, dass Leute zum Beispiel auch sagen, ich will die E-Bikes nicht draußen lassen, die teuren, oder? Mhm. Ja, auf jeden Fall, also da hat man hier auch kein Problem, das reinzuladen. Oder man macht es dann eben über eine optionale Anhängerkupplung und den klassischen Weg. Ja. So, das Auto hat jetzt was gelaufen an Testkilometern bei euch? 3.000. Ja. Nee, 10.000. Ja, jetzt schon 10.000 Kilometer in Summe, genau. Und du warst auch schon weg damit? Ich war auch schon weg damit, genau. Wo? Ich bin mal in die Alpen gefahren. Und das geht? Ja, das geht. Allein oder mit anderen? In dem Fall mal kurz allein, ja, 2 Tage. Oh, das ist die Dusche. Genau. Zeig mal bitte. Einmal Außendusche von der Firma Reich. Haben wir hier nachgerüstet. Also nichts Wildes, kennt man. Genau, ja, klassische Campingtechnik, bewährt, funktioniert gut. Ich kann sogar warm duschen, das ist der Vorteil, also wenn ich da bin. Ja. Hast du es mal probiert, 100 Amperestunden? Funktioniert einwandfrei, ja. Also wie gesagt, war da auch wild gestanden und tagsüber ein bisschen Motorrad gefahren. Ging super. So, und das war der allererste. Übrigens, draußen der jetzt da steht, ja, der ist jetzt noch zu kriegen, es fängt an zu regnen. Könnt ihr haben, der kostet 46,9 inklusive Mehrwertsteuer, die ist mit drin? Die ist mit drin, ja.
Ja. Das ist eine tolle Anwendung. Ich glaube, das wird ein Riesenerfolg. Ihr könnt auf Wunsch auch die Trennwand könnte man weglassen. Man könnte ihn aber so auch als LKW zulassen. Das ist der Vorteil. Das heißt, der Rest ist ja Ladung, oder? Ja, ganz genau, richtig. Das ist machbar. Als Wohnmobil ging er auch? Ja, wir haben ja auch einen Gaskocher drin. Somit ist auch als Wohnmobil zulassungsfähig. Also, es ging ja auch als LKW, weil das ist ja für viele Unternehmer auch wichtig. Die sagen, ich LKW-Zulassung, ich lasse die Möbel einfach draußen, benutze den im normalen Betrieb als Nutzfahrzeug. Genau, das war uns auch wichtig, dass wir die Wohnmobilzulassung optional machen. Da ist der Außenstromanschluss. Das Wasser haben wir schon gesehen, das wird ganz einfach befüllt. Die Kartuschen halten übrigens auch ewig, muss ich sagen. Also zum Reinkochen ist das Design vom Cockpit ganz, ganz anders geworden, oder? Ja, absolut. Also nicht mehr so einfach. So wie es vorher war, auch das Display ist groß genug, dass ich auch da was drauf sehe. Rückfahrkamera ist optimal. Multifunktionslenkrad, wer sich auskennt bei Renault, die haben noch so eine Fernbedienung fürs Radio immer mit drin. Das ist ja auch die Qualität. Ich kann den Service machen lassen bei jedem praktisch Renault-Händler, oder? Ich denke schon auch, ja. Nissan, ja, die sind ja meistens beides. In dem Fall ist es ein Nissan-Händler, aber weltweit sind wir ja dann da auch mit Opel und Fiat ganz gut aufgestellt. Automatik gibt es auch auf Wunsch? Ja, gibt es auch, genau, gibt es mit Automatikgetriebe. Anhängelast, was kann der ungefähr? Boah, da bin ich zum aktuellen Zeitpunkt nachgucken, ja. Ist nicht schlimm. Ja. Also guckt rein, meistens sind ja die Schalter haben etwas mehr Anhängelast mit drin. Drei Sitzplätze finde ich auch klasse. Zwei Tonnen. Ja, wir schauen nach. Also bevor. Genau. Also es hängt wahrscheinlich auch davon ab, was im Motor drin ist. Ja, genau. Zeig mal gerade hier vorne. Haben wir eben gefilmt. Ein Prototyp, der aber jetzt erhältlich ist. Das ist eine Aufsetzkabine für einen Pickup. Hier ist jetzt ein Navara drunter, aber da kommt ja jetzt der neue Volkswagen und Ford, der kommt. Das müsst ihr unbedingt gucken, das Video. Name ist noch geheim, kommt demnächst, aber er ist jetzt schon bestellbar. Guckt euch dieses Video an, es ist wirklich atemberaubend. Gleiche Produktionsqualität, oder? Auf jeden Fall gleiche Produktionsqualität. Wir sind auch da wieder mit unseren Reishülsenplatten unterwegs und haben auch innen drinnen wieder nachhaltig mit Schafswolle gedämmt. Danke fürs Einschalten. Ich komme demnächst nochmal nach Unterfranken, okay? War ja hier auf dem Rückweg gerade von vom Open Morelo. Morelo Open. Tschüss. Ciao. Ciao.